Wir versuchen zu verstehen, wie unser Immunsystem fremd erkennt. Wie werden Viren oder Bakterien erkannt und wie führt diese Erkennung zur Generierung einer effektiven Immunantwort? Das sogenannte angeborene Immunsystem ist dafür verantwortlich, dass Pathogene überhaupt erstmal erkannt werden und Zellen des spezifischen Immunsystems aktiviert werden können. Eine fehlgeleitete Aktivierung des angeborenen Immunsystems kann auch Erkrankungen hervorrufen. Es gibt einige Erkrankungen, wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes, Atherosklerose, wo man weiß, dass Zellen des angeborenen Immunsystems fehlerhaft aktiviert werden und dadurch Entzündungsreaktionen befeuern, die diese Erkrankungen weiter verschlechtern. Unsere Hoffnung ist, dass wir aus unseren Forschungsergebnissen nicht nur grundlegende Erkenntnisse ziehen, wie dieses System funktioniert, sondern dass wir auch hier therapeutische Strategien ableiten können, die das Immunsystem zum Beispiel inhibieren oder aktivieren.